Ist dieser Mann tatsächlich der Prophet Elia? Dieser Mann heißt Dr. Owuor. Ich weiß nicht, worin er promoviert hat, aber er erhebt den Anspruch, der Prophet Elia zu sein. Er erhebt den Anspruch, ein besonders gewaltiger, erleuchteter, von Gott bevollmächtigter Endzeitprophet zu sein, mit besonderen Offenbarungen von Gott und Visionen, so dass er sogar Dinge voraussieht. Aber ist das wahr? Definitiv nicht. Um ihn herum gibt es eine große Bewegung und dabei beruft man sich auf Malachi 3. Aber dieser Mann ist weder ein Prophet, noch ist es Elia. Es ist ein falscher Prophet, so wie es Jesus Christus angekündigt hat, dass in der Endzeit mehr und mehr falsche Propheten kommen werden. Was steht in Malachi 3? In Malachi 3 prophezeit der Prophet Malachi zwei Personen. Malachi 3, Vers 1, ein Bote, ein Wegbereiter des Messias. Dieser Bote kündigt den Messias an und das hat sich bereits erfüllt in Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat Jesus Christus den Messias angekündigt, er hat das Volk Israel auf diesen Messias vorbereitet, aber sie haben ihn nicht angenommen, sie haben ihn abgelehnt und ihn verworfen. In Malachi 3, Vers 23 wird ein zweiter Mann angekündigt. Dieser wird Elia genannt. Hier gibt es einen eindeutigen Bezug zu Offenbarung 11. In Offenbarung 11 ist davon die Rede, dass in der Zukunft, in der siebenjährigen Gerichtszeit, in der Zukunft es zwei Zeugen geben wird. Und diese zwei Zeugen werden wiederum Jesus Christus als Messias ankündigen. Und Jesus Christus wird wiederkommen am Ende dieser siebenjährigen Drangsalszeit, aber dieses Mal in Macht und Herrlichkeit. Und diese zwei Zeugen werden sein Kommen ankündigen. Und insbesondere für das Volk Israel. Und hier gibt es einen eindeutigen Bezug zu Elia und Mose. Die Namen werden nicht genannt, aber diesen Bezug gibt es. Ob es sich tatsächlich um Mose und Elia in Person handelt, ist fragwürdig, denn es gab noch nie wieder eine Menschwerdung eines Propheten. Es wird wohl eher so sein, dass es zwei Zeugen sein werden, zwei Männer Gottes, die den Dienst ausüben. Dessen Dienst wird den Charakter des Dienstes von Elia und Mose haben. Also sie werden nicht in Person Mose und Elia sein, aber deren Dienst wird den Charakter von Elia und Mose haben. Sie werden auch Autorität über das Wetter haben, so wie damals Elia. Und darauf bezieht sich Malachi 3. 23, 3, Vers 23 und 24. Das ist noch nicht erfüllt. Das wird stattfinden in der zukünftigen Drangsalszeit. Und das hat nichts mit zu tun mit Dr. Owuor. Dr. Owuor ist ein falscher Prophet und hat mit Malachi 3 absolut nichts zu tun. Hütet euch vor falschen Propheten, hütet euch vor falschen Bewegungen, auch wenn sie biblisch und christlich zu sein scheinen.